Also in Luxemburg ist jetzt den letzten Statistiken nach 2008 waren ungefähr 300 Leute, die an Hautkrebs erkrankt sind. Also wohlverstanden neue Fälle von Hautkrebs. Das ist sowohl bei den Damen, also bei den Frauen wie bei den Männern der häufigste Krebs überhaupt, wohlverstanden nach Prostatakrebs und Brustkrebs. Der häufigste Krebs hier in Luxemburg ist eigentlich der Hautkrebs, wenn man die einberechnet, die als semi-maligne, also halb maligne, halb bösartig eingestuft werden. Wenn man die mit einrechnet, ist der Hautkrebs der häufigste Hautkrebs hier in Luxemburg. Es sind alle Arten, von kleinen bis großen, und es betrifft die ganze Population von jung bis alt. Die Entstehung des Hautkrebs ist eigentlich wissenschaftlich bewiesen, dass es eigentlich durch eine immer mehr Exposition der Sonne, und zu dieser Exposition der Sonne entsteht dann eine Hautrötung, man nennt einen Sonnenbrand, und diese Hautrötung lässt verschiedene Zellen sich verändern, speziell im Zellkern, und es entstehen dadurch dann veränderte Zellen, die dann zu Krebs führen können. Bei diesen Arten von Krebsen gibt es auch verschiedene, die dann entstehen können. Manche brauchen 20, 30 Jahre, andere entstehen sehr schnell und können auch sehr aggressiv sein. Es gibt verschiedene Hautarten, die natürlich empfindlicher sind. Die hellen Hautarten, Hauttyp 1 und 2, sind die, die am häufigsten mit Hautkrebs befallen sind. Deswegen eigentlich, weil sie, wenn sie sich der Sonne exponieren, dann entwickeln sie Hauttyp 1 zum Beispiel sehr oft eine Rötung, bevor sie braun werden. Hauttyp 2 werden sie leicht gerötet und werden dann auch noch braun. Und diese Veränderung, diese Entzündungszeichen in der Haut sind die Vorstufen, um Hautkrebse entstehen zu können. Wenn man sich draußen aufhält, nicht unbedingt auf eine Sonnenbank liegt oder auf dem Strand liegt, sollte man sich vorsichtigweise eincremen und mit hohem Lichtschutzfaktor. Der Unterschied ist, wenn man einen Lichtschutzfaktor 25 und 50 nimmt, sie haben von 25 bis 50 einen doppelten Schutzeffekt und sie haben nur einen Verlust von 10% vom Bräunungseffekt. Leute, die Schutzfaktor 50 zu sich nehmen oder auftragen, haben eine doppelte Schutze gegenüber den anderen, haben aber nur ein Verlust von 10% von der Bräunung. Viele Leute versuchen eigentlich nur Schutzfaktor 15 oder 20 zu nehmen. Das reicht nicht aus. Man sollte hohen Lichtschutzfaktor nehmen, wohl wissen, dass man besser geschützt ist und man trotzdem braun wird. Früher gingen die Damen mit Sonnenschirm und mit vollen Kleidern auf dem Strand, und das ist heute ganz anders. Das ist dann oben ohne und mit String-Bikinis, sodass natürlich die Haut auch viel mehr exponiert ist wie zu den alten Zeiten. Und weil die Leute auch sich immer mehr ausziehen, die Bikinis, die Hemden, die Kleidung, die wird ja immer geringer und so weiter. Und deswegen ist es so, dass meines Erachtens dadurch auch viele Leute viel mehr ihre Haut exponieren. Wenn sie sehr oft in die Sonne reingehen und sie einen guten Hauttyp haben, entwickelt die Haut zwei weitere Schutzmaßnahmen. Erstens mal, sie verdickt die Haut, das bringt ihnen einen Schutzfaktor 10. Und zweitens, sie bringt viel mehr Melanin als Art Sonnenschutz über den Zellkern, um die UV-Einwirkung zu schützen. Das macht einen Schutzfaktor 5. Das heißt, die Haut kann ihnen einen Schutzfaktor 15 entwickeln, aber nicht drüber. Das reicht für uns Europäer nicht aus, um zu sagen, ich werde dann resistent. Das ist nicht wahr. Sie werden trotzdem sehr braun sein, aber sie werden trotzdem verschiedene Arten von Hautkrebsen entwickeln, die dann eine ganz andere Art sind und die man erst im späteren Alter entdeckt oder sieht. Die werden sie trotzdem entwickeln. Ein Sonnenbrand macht noch keinen Fehler, aber häufige Sonnenbrände sind natürlich absolut zu vermeiden. Wenn man natürlich viel Muttermale hat oder eine empfindliche Haut hat, sollte man das trotzdem immer wieder mal beim Hautarzt gehen oder beim Hausarzt gehen und sich die untersuchen lassen. Schon. Die Krankenkasse übernimmt noch alle Kosten der Kontrolluntersuchungen der Haut, inklusive der Kontrolluntersuchung der Muttermalen, um zu sehen, ob da irgendwelche Veränderungen ist. Das wird
bei der Kontrolluntersuchung der Muttermale noch zweimal pro Jahr wird es zurückerstattet, aber nicht mehr als zweimal im Jahr. Und was die Krankenkasse vielleicht in der Zukunft machen wird, ist im präventiven Rahmen verschiedene Arztleistungen herauszuschälen, die auch die Erfahrung und natürlich auch die, die Beratung der Patienten, wie sie sich mit der Sonne zu verhalten haben. Wir hoffen, dass das irgendwann auch hier ins Leistungskatalog eingenommen werden wird.